Wer durch Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von den anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern, und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Und nicht nur durch Haltung und Wuchs, auch durch ihre Sitten und Trachten, sondern sie sich von den Leuten, die außerhalb des Waldes wohnen, streng ab. Am schönsten kleiden sich die Bewohner des badischen Schwarzwaldes. Die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist. Ihre schwarzen Wämser, ihre ungeheuren eng gefalteten Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die spitzen Hüte, von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges. Dort beschäftigen sich die Leute gewöhnlich mit Glasmachen, auch verfertigen sie Uhren und tragen sie in der halben Welt umher. Auf der anderen Seite des Waldes wohnt ein Teil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Gewohnheiten gegeben als den Glasmachern. Sie handeln mit ihrem Wald, sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nagold in den Neckar und von dem oberen Neckar den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland. Und am Meer kennt man die Schwarzwälder und ihre langen Flöße. Sie halten an jeder Stadt, die am Strom liegt, an und erwarten stolz, ob man ihnen Balken und Bretter abkaufen werde. Ihre stärksten und längsten Balken aber verhandeln sie um schweres Geld an die Mynheers, welche Schiffe daraus bauen. Diese Menschen nun sind an ein raues, wanderndes Leben gewöhnt. Ihre Freude ist es, auf ihrem Holz die Ströme hinabzufahren, ihr Leid am Ufer wieder heraufzuwandeln. Darum ist auch ihr Prachtanzug so verschieden von dem der Glasmänner im anderen Teil des Schwarzwäldes. Sie tragen Wämser von dunkler Leinwand, einen handbreiten grünen Hosenträger über die breite Brust, Beinkleider von schwarzem Leder, aus deren Tasche ein Zollstab von Messing wie ein Ehrenzeichen hervorschaut. Ihr Stolz und ihre Freude aber sind ihre Stiefel, die größten wahrscheinlich, welche auf irgendeinem Teil der Erde Mode sind, denn sie können zwei Spannen weit über das Knie hinaufgezogen werden. Und die Flötzer können damit in drei Schuh tiefem Wasser umherwandeln, ohne sich die Füße nass zu machen. Noch vor kurzer Zeit glaubten die Bewohner des Waldes an Waldgeister. Und erst in neuerer Zeit hat man ihnen diesen törichten Aberglauben benehmen können. Sonderbar ist es aber, dass auch die Waldgeister, die der Sage nach im Schwarzwald hausen, in diese verschiedenen Trachten sich geteilt haben. So hat man versichert, dass das Glasmännlein, ein gutes Geistchen von 3,5 Fuß Höhe, sich nie anders zeige als in einem spitzen Hütlein mit großem Rand, mit Wams und Pluderhöschen und roten Strümpfchen. Der Holländer Michel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, so ein riesengroßer, breitschultriger Kerl in der Kleidung der Flözer sein, und mehrere, die ihn gesehen haben wollen, versichern, dass sie die Kälber nicht aus ihrem Beute bezahlen möchten, deren Felle man zu seinen Stiefeln brauchen würde. So groß, dass ein gewöhnlicher Mann bis an den Hals hineinstehen könnte, sagten sie, und wollten nichts übertrieben haben. Mit diesen Waldgeistern soll einmal ein junger Schwarzwälder eine sonderbare Geschichte gehabt haben, die ich erzählen will. Es lebte nämlich im Schwarzwald eine Witwe, Frau Barbara Munkin. Ihr Gatte war Kohlenbrenner gewesen, und nach seinem Tode hielt sie ihren 16-jährigen Knaben nach und nach zu demselben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlanker Bursche, ließ es sich gefallen, weil er es bei seinem Vater auch nicht anders gesehen hatte, die ganze Woche über am rauchenden Meiler zu sitzen oder, schwarz und berußt und den Leuten ein Abscheu, hinab in die Städte zu fahren und seine Kohlen zu verkaufen.
aber ein Köhler hat viel Zeit zum Nachdenken über sich und andere. Und wenn Peter Munk an seinem Meiler saß, stimmten die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldestille sein Herz zu Tränen und unbewusster Sehnsucht. Es betrübte ihn etwas, es ärgerte ihn etwas, er wusste nicht recht was. Endlich merkte er sich ab, was ihn ärgerte, und das war sein Schwand. Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner, sagte er sich. Es ist elend Leben. Wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrenmacher, selbst die Musikanten am Sonntagabend. Und wenn Peter Munk, reingewaschen und geputzt, in des Vaters Ehrenbams mit silbernen Knöpfen und mit nagelneuen roten Strümpfen erscheint, und wenn dann einer hinter mir hergeht und denkt, wer ist wohl der schlanke Bursche, und lobt bei sich die Strümpfe und meinen stattlichen Gang, sieh, wenn er vorübergeht und schaut sich um, sagt er gewiss, ach, es ist nur der Kohlenmunk Peter. Auch die Flöze auf der anderen Seite waren ein Gegenstand seines Neides. Wenn diese Waldriesen herüberkamen mit stattlichen Kleidern und an Knöpfen, Schnallen und Ketten einen halben Zentner Silber auf dem Leib trugen, wenn sie mit ausgespreizten Beinen und vornehmen Gesichtern dem Tanz zuschauten, holländisch fluchten und wie die vornehmsten Minäers aus ellenlangen kölnischen Pfeifen rauchten, da stellte er sich das als das vollendetste Bild eines glücklichen Menschen, solch einen Flözer vor. Und wenn diese Glücklichen dann erst in die Taschen fuhren, ganze Hände voll großer Taler herauslangten und um 6 Benzner würfelten, 5 Gulden hin, 10 her, so wollten ihm die Sinne vergehen und er schlich trübselig nach seiner Hütte. Denn an mancher Feiertagabend hat er einen oder den anderen dieser Holzherren mehr verspielen sehen, als der arme Vater Munk in einem Jahr verdiente. Es waren vorzüglich 3 dieser Männer, von welchen er nicht wusste, welche er am meisten bewundern sollte. Der eine war ein dicker, großer Mann mit rotem Gesicht und galt für den reichsten Mann in der Runde. Man hieß ihn den dicken Ezechiel. Er reiste alle Jahre 2-mal mit Bauholz nach Amsterdam und hatte das Glück, es immer um so viel teurer als andere zu verkaufen, dass er, wenn die übrigen zu Fuß heimgingen, stattlich herauffahren konnte. Der andere war der längste und magerste Mensch im ganzen Wald, man nannte ihn den langen Schlurker. Und diesen beneidete Munk wegen seiner ausnehmenden Kühnheit. Er widersprach den angesehensten Leuten, brauchte, wenn man noch so gedrängt im Wirtshaus saß, mehr Platz als 4 der dicksten, denn er stützte entweder bei der Ellbogen auf den Tisch oder zog eines seiner langen Beine zu sich auf die Bank. Und doch wagte ihm keiner zu widersprechen, denn er hatte unmenschlich viel Geld. Der dritte war ein schöner junger Mann, der am besten tanzte weit und breit und daher den Namen Tanzbotenkönig hatte. Er war ein armer Mensch gewesen und hatte bei einem Holzherrn als Knecht gedient. Da wurde er auf einmal steinreich. Die einen sagten, er habe unter einer alten Tanne einen Topf voll Geld gefunden. Die anderen behaupteten, er habe unweit Bingen im Rhein mit der Stechstange, womit die Flözer zuweilen nach den Fischen stechen, einen Pack mit Goldstücken heraufgefischt. Und der Pack gehöre zu dem großen Nibelungenhort, der dort vergraben liegt. Kurz, er war auf einmal reich geworden und wurde von jung und alt angesehen wie ein Prinz. An diese 3 Männer dachte Kohlenmunk Peter oft, wenn er einsam im Tannenwald saß. Zwar hatten alle 3 einen Hauptfehler, der sie bei den Leuten verhasst machte. Es war dies ihr unmenschlicher Geiz, ihre Gefühllosigkeit gegen Schuldner und Arme, denn die Schwarzwälder sind ein gutmütiges Völklein. Aber man weiß, wie es mit solchen Dingen geht. Waren sie auch wegen ihres Geizes verhasst, so standen sie doch wegen ihres Geldes in Ansehen. Denn wer konnte Taler wegwerfen wie sie, als ob man das Geld von den Tannen schüttelte? So geht es nicht mehr weiter, sagte Peter eines Tages schmerzlich betrübt zu sich, denn tags zuvor war Feiertag gewesen und alles Volk in der Schenke. Wenn ich nicht bald auf den grünen Zweig komme, so tue ich mir etwas zu leid. Wär ich doch nur so angesehen und reich wie der dicke Ezechiel oder so kühn und so gewaltig wie der lange Schlurker oder so berühmt und könnte den Musikanten Taler statt Kreuzer zuwerfen wie der Tanzbotenkönig.
wo nun der Bursche das Geld her hat. Allerlei Mittel ging er durch, wie man sich Geld erwerben könne, aber keines wollte ihm gefallen. Endlich fielen auch die Sagen von Leuten ein, die vor alten Zeiten durch den Holländer Michel und durch das Glasmännlein reich geworden waren. Solange sein Vater noch lebte, kamen oft andere arme Leute zu Besuch, und da wurde oft und lang und breit von reichen Menschen gesprochen und wie sie reich geworden. Da spielte nun oft das Glasmännlein eine Rolle. Ja, wenn er recht nachsann, konnte er sich beinahe noch das Verslein erinnern, das man am Tannenbühl in der Mitte des Waldes sprechen musste, wenn es erscheinen sollte. Es fing an: Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel hundert Jahre alt, dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Aber er mochte sein Gedächtnis anstrengen, wie er wollte. Weiter konnte er sich keines Verses mehr entsinnen. Er dachte oft, ob er nicht diesen oder jenen alten Mann fragen sollte, wie das Sprüchlein heiße, aber immer hielt ihn eine gewisse Scheu, seine Gedanken zu verraten, ab. Auch schloss er, es müsse die Sage vom Glasmännlein nicht sehr bekannt sein, und den Spruch müssen nur wenige wissen, denn es gibt nicht viele reiche Leute im Wald. Und warum hatten denn nicht sein Vater und die anderen arme Leute ihr Glück versucht? Er brachte endlich einmal seine Mutter auf das Männlein zu sprechen. Diese erzählte ihm, was er schon wusste, kannte auch nur noch die erste Zeile von dem Spruch und sagte ihm endlich, nur Leuten, die an einem Sonntag zwischen 11 und 2 Uhr geboren seien, zeige sich das Geistchen. Er selbst würde wohl dazu passen, wenn er nur das Sprüchlein wüsste, denn er sei Sonntagmittags 12 Uhr geboren. Als dies der Kohlenmunk Peter hörte, war er vor Freude und vor Begierde, dies Abenteuer zu unternehmen, beinahe außer sich. Es schien ihm hinlänglich, einen Teil des Sprüchleins zu wissen und am Sonntag geboren zu sein, und Glasmännlein mussten sich ihm zeigen. Als er daher eines Tages seine Kohlen verkauft hatte, zündete er keinen neuen Meiler an, sondern zog seines Vaters Staatswams und neue rote Strümpfe an, setzte den Sonntagshut auf, passte seinen 5 Fuß hohen Schwarzdornstock in die Hand und nahm von der Mutter Abschied. »Ich muss aufs Amt in die Stadt, denn wir werden bald spielen müssen, wer Soldat wird, und da will ich den Amtmann nur noch einmal entschärfen, dass ihr Witwe seid und ich euer einziger Sohn.« Die Mutter lobte seinen Entschluss. Er aber machte sich auf nach dem Tannenbühl. Der Tannenbühl liegt auf der höchsten Höhe des Schwarzwaldes, und auf 2 Stunden im Umkreis stand damals kein Dorf, ja, nicht einmal eine Hütte. Denn die abergläubischen Leute meinten, es sei dort unsicher. Man schlug auch, so hoch und prachtvoll dort die Tannen standen, ungern Holz in jenem Revier. Denn oft waren den Holzhauern, wenn sie dort arbeiteten, die Äxte vom Stiel gesprungen und in den Fuß gefahren. Oder die Bäume waren schnell umgestürzt und hatten die Männer mit umgerissen und beschädigt. Oder gar getötet. Auch hätte man die schönsten Bäume von dort her nur zu Brennholz brauchen können, denn die Floßherren nahmen nie einen Stamm aus dem Tannenbühl unter ein Floß auf, weil die Sage ging, dass Mann und Holz verunglücke, wenn ein Tannenbühler mit im Wasser sei. Daher kam es, dass im Tannenbühl die Bäume so dicht und so hoch standen, dass es am hellen Tage beinahe Nacht war. Und Peter Munk wurde es ganz schauerig dort zumute, denn er hörte keine Stimmen, kein Tritt als den seinigen, keine Axt. Selbst die Vögel schienen diese dichten Tannennacht zu vermeiden. Kohlenmunk Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele 100 Gulden gegeben hätte. »Hier«, dachte er, »wird wohl der Schatzhauser wohnen«, zog seinen großen Sonntagshut, machte vor dem Baum eine tiefe Verbeugung und räusperte sich und sprach mit zitternder Stimme, »Wünsche glückseligen Abend, Herr Glasmann!« Aber es erfolgte keine Antwort und alles umher war so still wie zuvor. »Vielleicht muss ich doch das Verslein sprechen«, dachte er und murmelte, »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel 100 Jahre alt, dir gehört all Land, wo Tannen stehen.«
Indem er diese Worte sprach, sah er zu seinem großen Schrecken eine ganz kleine, sonderbare Gestalt hinter der dicken Tanne hervorschauen. Es war ihm, als habe er das Glasmännlein gesehen, wie man es beschrieben, das schwarze Wämschen, die roten Strümpfchen, das Hütchen, alles war so. Selbst das blasse, aber feine und kluge Gesichtchen, wovon man erzählte, glaubte er gesehen zu haben. Aber ach, so schnell es hervorgeschaut hatte, das Glasmännlein, so schnell war es auch wieder verschwunden. »Herr Glasmann«, rief nach einigem Zögern Peter Munk, »seid so gütig und haltet mich nicht zum Narren. Herr Glasmann, wenn ihr meint, ich habe euch nicht gesehen, so täuschet ihr euch sehr. Ich soll euch wohl hinter dem Baum hervorgucken.« Immer keine Antwort. Nur zuweilen glaubte er, ein leises, heiseres Kichern hinter dem Baum zu vernehmen. Endlich überwand seine Ungeduld die Furcht, die ihn bis jetzt noch abgehalten hatte. »Ah, warte, du kleiner Bursche«, rief er, »dich will ich bald haben«, sprang mit einem Satz hinter die Tanne, aber da war kein Schatzhauser im grünen Tannenwald. Nur ein kleines, zierliches Eichhörnchen jagte an den Baum hinauf. Peter Munk schüttelte den Kopf. Er sah ein, dass er die Beschwörung bis auf einen gewissen Grad gebracht hatte und dass ihm vielleicht nur noch ein Reim zu dem Sprüchlein fehle, so könne er das Glasmännlein hervorlocken. Aber er sann hin, er sann her und fand nichts. Das Eichhörnchen zeigte sich an den untersten Ästen der Tanne und schien ihn aufzumuntern oder zu verspotten. Es putzte sich, es rollte den schönen Schweif, es schaute ihn mit klugen Augen an. Aber endlich fürchtete er sich doch beinahe, mit diesem Tier allein zu sein. Denn bald schien das Eichhörnchen einen Menschenkopf zu haben und einen dreispitzigen Hut zu tragen. Bald war es ganz wie ein anderes Eichhörnchen und hatte nur an den Hinterfüßen rote Strümpfe und schwarze Schuhe. Kurz, es war ein lustiges Tier. Aber dennoch graute Kohlenpeter, denn er meinte, es gehe nicht mit rechten Dingen zu. Mit schnelleren Schritten, als er gekommen war, zog Peter wieder ab. Das Dunkel des Tannenwaldes schien immer schwärzer zu werden. Die Bäume standen immer dichter und ihm fing an, so zu grauen, dass er im Trab davonjagte. Und erst als er in der Ferne Hunde bellen hörte und bald darauf den Rauch einer Hütte erblickte, wurde er wieder ruhiger. Aber als er näher kam und die Tracht der Leute in der Hütte erblickte, fand er, dass er aus Angst gerade die entgegengesetzte Richtung genommen und statt zu den Glasleuten zu den Flözern gekommen sei. Die Leute, die in der Hütte wohnten, waren Holzfäller. Ein alter Mann, sein Sohn, der Hauswirt und einige erwachsene Enkel. Sie nahmen Kohlenmunk Peter, der um ein Nachtlager bat, gut auf, ohne nach seinem Namen und Wohnort zu fragen, gaben ihm Apfelwein zu trinken und abends wurde ein großer Auerhahn aufgesetzt. Nach dem Nachtessen setzten sich die Hausfrau und ihre Töchter mit ihren Kunkeln um den großen Lichtspan, den die Jungen mit dem feinsten Tannenharz unterhielten. Der Großvater, der Gast und der Hauswirt rauchten und schauten den Weibern zu. Die Burschen aber waren beschäftigt, Löffel und Gabeln aus Holz zu schnitzeln. Draußen im Wald heulte der Sturm und raste in den Tannen. Man hörte da und dort sehr heftige Schläge und es schien oft, als ob ganze Bäume abgeknickt würden und zusammenkrachten. Die furchtlosen Jungen wollten hinaus in den Wald laufen und dieses furchtbar schöne Schauspiel mit ansehen. Ihr Großvater aber hielt sie mit strengem Wort und Blick zurück. »Ich will keinem raten, dass er jetzt vor die Tür geht«, rief er ihnen zu. »Bei Gott, der kommt nimmermehr wieder, denn der Holländer Michel haut sich heute Nacht ein neues Gestier im Wald.« Die Kleinen staunten ihn an. Sie mochten von dem Holländer Michel schon gehört haben, aber sie baten jetzt den Eni, einmal recht schön von jenem zu erzählen. Auch Peter Munk, der vom Holländer Michel auf der anderen Seite des Waldes nur undeutlich hatte sprechen hören, stimmte mit ein und fragte den Alten, wer und wo er sei. »Er ist der Herr des Waldes, und nach dem zu schließen, dass ihr in eurem Alter dies noch nicht erfahren, müsst ihr drüben über dem Tannenbühl oder wohl gar noch weiter zu Hause sein. Vom Holländer Michel will ich euch aber erzählen, was ich weiß und wie die Sage von ihm geht.
Vor etwa 100 Jahren, so erzählte es wenigstens mein Eni, war weit und breit kein ehrlicheres Volk auf Erden als die Schwarzwälder. Jetzt, seit so viel Geld im Land ist, sind die Menschen unredlich und schlecht. Die jungen Burschen tanzen und johlen am Sonntag und fluchen, dass es ein Schrecken ist. Damals war es aber anders. Und wenn er jetzt zum Fenster dort hereinschaute, so sag ich's und hab es oft gesagt, der Holländer Michel ist schuld an all dieser Verderbnis. Es lebte also vor 100 Jahren und drüber ein reicher Holzherr, der viel gesinnt hatte. Er handelte bis weit in den Rhein hinab und sein Geschäft war gesegnet, denn es war ein frommer Mann. Kommt eines Abends ein Mann an seine Türe, dergleichen noch nie gesehen. Seine Kleidung war wie die der Schwarzwälder Burschen. Aber er war einen guten Kopf höher als alle. Man hatte noch nie geglaubt, dass es einen solchen Riesen geben könnte. Dieser bittet um Arbeit bei dem Holzherrn. Und der Holzherr, der ihm ansah, dass er stark und zu großen Lasten tüchtig sei, rechnete mit ihm seinen Lohn. Und sie schlagen ein. Der Michel war ein Arbeiter wie selbiger Holzherr noch keinen gehabt. Beim Baumschlagen galt er für drei, und wenn sechs an einem Ende schleppten, trug er allein das andere. Als er aber ein halbes Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages vor seinen Herrn und begehrte von ihm, »Hab jetzt lang genug hier Holz gehackt, und so möchte ich auch sehen, wohin meine Stämme kommen, und wie wäre es, wenn ihr mich nun mal auf das Floß ließet?« Der Holzherr antwortete, »Ich will dir nicht im Weg sein, Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt, und zwar beim Holzfällen brauche ich starke Leute, wie du bist, auf dem Floß aber kommt es auf Geschicklichkeit an. Aber es sei für diesmal.« Und so war es. Das Floß, mit dem er abgehen sollte, hatte 8 Glieder und waren im letzten von den größten Zimmerbalken. Aber was geschah? Am Abend zuvor bringt der lange Michel noch 8 Balken ans Wasser, so dick und lang, als man keinen je sah. Und jeden trug er so leicht auf der Schulter wie eine Flözerstange, so dass sich alles entsetzte. Wo er sie gehauen, weiß bis heute niemand. Dem Holzherrn lachte das Herz, als er dies sah, denn er berechnete, was diese Balken kosten könnten. Michel aber sagte, »So, die sind für mich zum Fahren, auf den kleinen Spähen dort kann ich nicht fortkommen.« Sein Herr wollte ihm zum Dank ein paar Flözerstiefel schenken, aber er warf sie auf die Seite und brachte ein paar hervor, wie es sonst keinen gab. Mein Großvater hat versichert, sie haben 100 Pfund gewogen und seien 5 Fuß lang gewesen. Das Floß fuhr ab und hatte der Michel früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flözer. Denn statt dass das Floß, wie man wegen der ungeheuren Balken geglaubt hatte, langsamer auf dem Fluss ging, flog es, sobald sie in den Neckar kamen, wie ein Pfeil. Machte der Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flözer Mühe gehabt, das Floß in der Mitte zu halten und nicht auf Kies oder Sand zu stoßen, so sprang jetzt Michel allemal ins Wasser, rückte mit einem Zug das Floß links oder rechts, sodass es ohne Gefahr vorüberglitt, und kam dann eine gerade Stelle, so lief er aufs Gestier vor, ließ all ihre Stangen beisetzen, steckte seinen ungeheuren Weberbaum in den Kies und mit einem Druck flog das Floß dahin, dass das Land und Bäume und Dörfer vorbeizujagen schien. So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man sonst brauchte, nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung verkauft hatten. Aber hier sprach Michel, »Ihr seid mir recht, die Kaufleute, und versteht euren Nutzen. Meinet ihr denn, die Kölner brauchen all dies Holz, das aus dem Schwarzwald kommt, für sich? Nein, um den halben Wert kaufen sie es euch ab und verhandeln es teuer nach Holland. Lasset uns die kleinen Balken hier verkaufen und mit dem großen nach Holland gehen, was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist unser eigener Profit.« So sprach der arglistige Michel, und die anderen waren es zufrieden. Die einen, weil sie gern nach Holland gezogen wären, es zu sehen, die anderen des Geldes wegen. Nur ein einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihres Herrn der Gefahr auszusetzen oder ihn um den höheren Preis zu betrügen. Aber sie hörten nicht auf ihn und vergaßen seine Worte. Aber der Holländer Michel vergaß sie nicht. Sie fuhren auch mit dem Holz den Rhein hinab, und Michel leitete das Floß und brachte sie schnell bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen das Vierfache von dem früheren Preis, und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Geld bezahlt.
Als die Schwarzwälder so viel Geld sahen, wussten sie sich vor Freude nicht zu fassen. Michiel teilte ab, einen Teil dem Holzherrn, die drei anderen unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in die Wirtshäuser, verschlemmten und verspielten ihr Geld. Dem braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der Holländer Michiel an einen Seelenverkäufer und man hat nichts mehr von ihm gehört. Von da an war den Burschen im Schwarzwald Holland das Paradies und Holländer Michiel ihr König. Die Holzherren erfuhren lange nichts von dem Handel und unvermerkt kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus Holland herauf. Der Holländer Michiel war, als die Geschichte herauskam, nirgends zu finden. Aber tot ist er auch nicht. Seit 100 Jahren treibt er seinen Spuk im Wald und man sagt, dass er schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden. Aber auf Kosten ihrer armen Seele. Und mehr will ich nicht sagen. Aber so viel ist gewiss, dass er noch jetzt in solchen Sturmnächten im Tannenbühl, wo man nicht hauen soll, überall die schönsten Tannen aussucht. Und mein Vater hat ihn eine 4 Schuh dicke umbrechen sehen wie ein Rohr. Mit diesen beschenkte er die, welche sich vom Rechten abwenden und zu ihm gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die Gestier ins Wasser und er rudert mit ihnen nach Holland. Aber wäre ich Herr und König in Holland, ich ließe ihn mit Kartätschen in den Boden schmettern, denn alle Schiffe, die von dem Holländer Michiel auch nur einen Balken haben, müssen untergehen. Daher kommt es, dass man von so vielen Schiffbrüchigen hört. Wie könnte es denn sonst ein schönes, starkes Schiff, so groß als eine Kirche, zugrunde gehen auf dem Wasser? Aber so oft Holländer Michiel in einer Sturmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine seiner Alten aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dringt ein und das Schiff ist mit Mann und Maus verloren. Das ist die Sage vom Holländer Michiel. Und wahr ist es, alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Oh, er kann einen reich machen, setzte der Greis geheimnisvoll hinzu. Aber ich möchte nichts von ihm haben. Ich möchte um keinen Preis in der Haut des dicken Ezechiel und des langen Schlurkers stecken. Auch der Tanzbodenkönig soll sich ihm ergeben haben. Der Sturm hatte sich während der Erzählung des Alten gelegt. Die Mädchen zündeten schüchtern die Lampen und gingen weg. Die Männer aber legten Peter Munk einen Sack voll Laub als Kopfkissen auf die Ofenbank und wünschten ihm gute Nacht. Kohlenmunk Peter hatte noch nie so schwere Träume gehabt wie in dieser Nacht. Bald glaubte er, der finstere, riesige Holländer Michiel reiße die Stubenfenster auf und reiche mit seinem ungeheuer langen Arm einen Beutel voll Goldstücke herein, die er untereinander schüttete, dass es hell und lieblich klang. Bald sah er wieder das kleine, freundliche Glasmännchen auf einer ungeheuren grünen Flasche im Zimmer umherreiten. Und er meinte, das heisere Lachen wieder zu hören wie im Tannenbühl. Dann brummte es ihm wieder ins linke Ohr. »In Holland gibt's Gold. Könnet's haben, wenn ihr wollt, um geringen Sold. Gold, Gold!« Dann hörte er wieder in sein rechtes Ohr das Liedchen vom Schatzhauser im grünen Tannenwald. Und eine zarte Stimme flüsterte. »Dummer Kohlenpeter, dummer Peter Munk, kannst kein Sprüchlein reimen auf Stehen und bist doch am Sonntag geboren. Schlag 12 Uhr. Reime, dummer Peter, reime!« Er ächzte, er stöhnte im Schlaf, er mühte sich ab, einen Reim zu finden. Aber da er in seinem Leben noch keinen gemacht hatte, war seine Mühe im Traume vergebens. Als er aber mit dem ersten Frührot erwachte, kam ihm doch sein Traum sonderbar vor. Er setzte sich mit verschränkten Armen hinter den Tisch und dachte über die Einflüsterungen nach, die ihm noch immer im Ohr lagen. »Reime, dummer Kohlenmunk, Peter, reime«, sprach er zu sich und pochte mit dem Finger an seine Stirn. Aber es wollte kein Reim hervorkommen. Als er noch so dasaß und trübe vor sich hinschaute und an den Reim auf Stehen dachte, da zogen 3 Burschen vor dem Haus vorbei in den Wald. Und einer sang im Vorübergehen, »Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal, da hab ich sie gesehen«, zum allerletzten Mal. Das fuhr wie ein leuchtender Blitz durch Peters Ohr. Und hastig raffte er sich auf, stürzte aus dem Haus, weil er meinte, nicht recht gehört zu haben,
sprang den drei Burschen nach und packte den Sänger hastig und unsanft beim Arm. »Halt, Freund«, rief er, »was habt ihr da auf Stehen gereimt? Tut mir die Liebe und sprecht, was ihr gesungen.« »Was ficht's dich an, Bursche?« entgegnete der Schwarzwälder. »Ich kann singen, was ich will, und lass gleich meinen Arm los, oder...« »Nein, sagen sollst du, was du gesungen hast«, schrie Peter beinahe außer sich und packte ihn noch fester an. Die zwei anderen aber, als sie dies sahen, zögerten nicht lange, sondern fielen mit derben Fäusten über den Arm Peter her und balgten ihn derb, bis er vor Schmerz das Gewand des Dritten ließ und erschöpft in die Knie sank. »Jetzt hast du deinen Teil«, sprachen sie lachend. »Und merk dir, toller Bursche, dass du Leute wie wir sind nimmer anfällst auf offenem Wege.« »Ach, ich will es mir gewisslich merken«, erwiderte Kohlenpeter seufzend. »Aber so ich die Schläge habe, sei so gut und sage deutlich, was jener gesungen.« Da lachten sie aufs Neue und spotteten ihn aus. Aber der, der das Lied gesungen, sagte es ihm vor, und lachend und singend zogen sie weiter. »Also sehen«, sprach der arme Geschlagene, indem er sich mühsam aufrichtete. »Sehen, aufstehen, jetzt! Glasmännlein, wollen wir wieder ein Wort zusammen sprechen?« Er ging in die Hütte, holte seinen Hut und den langen Stock, nahm Abschied von den Bewohnern der Hütte und trat seinen Rückweg nach dem Tannenbühl an. Er ging langsam und sinnend seine Straße, denn er musste ja einen Vers ersinnen. Endlich, als er schon in den Bereich des Tannenbühls ging und die Tannen höher und dichter wurden, hatte er auch seinen Vers gefunden und machte vor Freude einen Sprung in die Höhe. Da trat ein riesengroßer Mann in Flözerkleidung und eine Stange so lang wie ein Mastbaum in der Hand hinter den Tannen hervor. Peter Munk sank beinahe in die Knie, als er jenen langsamen Schrittes neben sich wandeln sah. Denn er dachte, das ist der Holländer Michel und kein anderer. Noch immer schwieg die furchtbare Gestalt, und Peter schielte zuweilen furchtsam nach ihm hin. Er war wohl einen Kopf größer als der längste Mann, den Peter je gesehen. Sein Gesicht war nicht mehr jung, doch auch nicht alt, aber voll Furchen und Falten. Er trug einen Wams von Leinwand und die ungeheuren Stiefel, über die Lederbeinkleider heraufgezogen, waren Peter aus der Sage wohl bekannt. »Peter Munk, was tust du im Tannenbühl?« fragte der Waldkönig endlich mit tiefer, dröhnender Stimme. »Guten Morgen, Landsmann«, antwortete Peter, indem er sich unerschrocken zeigen wollte, aber heftig zitterte. »Ich will durch den Tannenbühl nach Haus zurück.« »Peter Munk«, erwiderte jener und warf einen stechenden, furchtbaren Blick nach ihm herüber, »dein Weg geht nicht durch diesen Hain.« »Nun, so gerade just nicht«, sagte jener, »aber es macht heute warm, da dachte ich, es wird hier kühler sein.« »Lüge nicht, du Kohlenpeter«, rief Holländer Michel mit donnerner Stimme, »oder ich schlag dich mit der Stange zu Boden. Meinst du, ich hab dich nicht betteln sehen bei dem Kleinen?« sagte er sanft hinzu. »Geh, geh, das war ein dummer Streich, und gut ist es, dass du das Sprüchlein nicht wusstest. Er ist ein Knauser, der kleine Kerl, und gibt nicht viel. Und wem er gibt, der wird seines Lebens nicht froh. Peter, du bist ein armer Tropf und dauerst mich in der Seele. So ein munterer, schöner Bursche, der in der Welt was anfangen könnte und sollst Kohlen brennen. Wenn andere große Taler oder Dukaten aus dem Ärmel schütteln, kannst du kaum ein paar Sechser aufwenden. Es ist ein ärmliches Leben.« »Wahr ist's, und recht habt ihr. Ein elendes Leben.« »Na, mir soll's nicht drauf ankommen«, fuhr der schreckliche Michel fort. »Hab schon manchem braven Kerl aus der Not geholfen, und du wärst nicht der Erste. Sag einmal, wie viel 100 Taler brauchst du fürs Erste?« Bei diesen Worten schüttelte er das Geld in seiner ungeheuren Tasche untereinander, und es klang wie diese Nacht im Traum. Aber Peters Herz zuckte ängstlich und schmerzhaft bei diesen Worten. Es wurde ihm kalt und warm, und der Holländer Michel sah nicht aus, wie wenn er aus Mitleid Geld wegschenkte, ohne etwas dafür zu verlangen. Es fielen ihm die geheimnisvollen Worte des alten Mannes über die reichen Menschen ein, und von unerklärlicher Angst und Bangigkeit gejagt, rief er, »Schönen Dank, Herr, aber mit euch will ich nichts zu schaffen haben, und ich kenne euch schon«, und lief, was er laufen konnte.
aber der Waldgeist schritt mit ungeheuren Schritten neben ihm her und murmelte dumpf und drohend: »Wirst noch bereuen, Peter. Auf deiner Stirne steht's geschrieben, in deinem Auge ist zu lesen. Du entgehst mir nicht. Lauf nicht so schnell, höre nur noch ein vernünftiges Wort. Dort ist schon meine Grenze.« Aber als Peter dies hörte und unweit vor ihm einen kleinen Graben sah, beeilte er sich nur noch mehr, über die Grenze zu kommen, so dass Michel am Ende schneller laufen musste und unter Flüchen und Drohungen ihn verfolgte. Der junge Mann setzte mit einem verzweifelten Sprung über den Graben, denn er sah, wie der Waldgeist mit seiner Stange ausholte und sie auf ihn niederschmettern lassen wollte. Er kam glücklich jenseits an, und die Stange zersplitterte in der Luft wie an einer unsichtbaren Mauer. Und ein langes Stück fiel zu Peter herüber. Triumphierend hob er es auf, um den groben Holländer Michel zuzuwerfen, aber in diesem Augenblick fühlte er das Stück Holz in seiner Hand sich bewegen, und zu seinem Entsetzen sah er, dass es eine ungeheure Schlange sei, was er in der Hand hielt, die sich, schon mit geiferner Zunge und mit blitzenden Augen, an ihm hinaufbäumte. Er ließ sie los, aber sie hatte sich schon fest um seinen Arm gewickelt und kam mit schwankendem Kopfe seinem Gesicht immer näher. Da rauschte auf einmal ein ungeheurer Auerhahn nieder, packte den Kopf der Schlange mit dem Schnabel, erhob sich mit ihr in die Lüfte, und Holländer Michel, der dies alles von dem Graben aus gesehen hatte, heulte und schrie und raste, als die Schlange von einem Gewaltigeren entführt ward. Erschöpft und zitternd setzte Peter seinen Weg fort. Der Pfad wurde steiler, die Gegend wilder, und bald befand er sich an der ungeheuren Tanne. Er machte wieder seine Verbeugung gegen das unsichtbare Glasmännlein und hub dann an: »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon 400 Jahre alt, dein ist ein Land, wo Tannen stehen. Lässt dich nur Sonntagskindern sehen. Hast zwar nicht ganz getroffen, aber weil du es bist, Kohlenmunk Peter, so soll es hingehen«, sprach eine zarte, feine Stimme neben ihm. Erstaunt sah er sich um, und unter einer schönen Tanne saß ein kleines altes Männlein in schwarzem Wams und roten Strümpfen und den großen Hut auf dem Kopf. Er hatte ein feines, freundliches Gesichtchen und ein Bärtchen so zart wie aus Spinnenweben. Er rauchte, was sonderbar anzusehen war, aus einer Pfeife von blauem Glas. Und als Peter näher trat, sah er zu seinem Erstaunen, dass auch Kleider, Schuhe und Hut des Kleinen aus gefärbtem Glas bestanden. Aber es war geschmeidig, als ob es noch heiß wäre, denn es schmiegte sich wie Tuch nach jeder Bewegung des Männleins. »Du bist dem Flegel begegnet, dem Holländer Michel«, sagte der Kleine, indem er zwischen jedem Wort sonderbar hüstete. »Er hat dich recht ängstigen wollen, aber seinen Kunstprügel habe ich ihm abgejagt, den soll er nimmer wieder kriegen.« »Ja, Herr Schatzhauser«, erwiderte Peter mit einer tiefen Verbeugung, »es war mir recht bange, aber ihr seid wohl der Herr Auerhahn gewesen, der die Schlange totgebissen, da bedanke ich mich schönstens. Ich komme aber, um mir Rat zu holen bei euch. Es geht mir gar schlecht und hinderlich, ein Kohlenbrenner bringt es nicht weit, und da ich noch jung bin, dächte ich doch, es könnte noch was Besseres aus mir werden. Und wenn ich oft andere sehe, wie weit die in kurzer Zeit gebracht haben, wenn ich nur den Etzig hier nehme und den Tanzbohnenkönig, die haben Geld wie Heu.« »Peter«, sagte der Kleine sehr ernst und blies den Rauch aus seiner Pfeife weit hinweg, »Peter, sag mir nichts von diesen. Was haben sie davon, wenn sie hier ein paar Jahre nach dem Schein nach glücklich und dann nachher desto unglücklicher sind? Du musst dein Handwerk nicht verachten. Dein Vater und Großvater waren Ehrenleute und haben es auch getrieben, Peter Munk. Ich will nicht hoffen, dass es Liebe zum Müßiggang ist, was dich zu mir führt.« Peter erschrak vor dem Ernst des Männleins und errötete. »Nein«, sagte er, »Müßiggang ist aller Laster Anfang, aber das könnt ihr mir nicht übel nehmen, wenn mir ein anderer Stand besser gefällt als der meinige. Ein Kohlenbrenner ist halt gar so etwas Geringes auf der Welt, und die Glasleute und Flözer und Uhrmacher und alle sind angesehener.« »Hochmut kommt vor dem Fall«, erwiderte der kleine Herr vom Tannenwald etwas freundlicher. »Ihr seid ein sonderbar Geschlecht, ihr Menschen. Selten ist einer mit dem Stand ganz zufrieden, in dem er geboren und erzogen ist. Und was gilt's, wenn du ein Glasmann wärest, möchtest du gern ein Holzherr sein. Und wärest du Holzherr, so stünde dir des Försters Dienst oder des Amtsmanns Wohnung an. Aber es sei, wenn du versprichst, brav zu arbeiten,
so will ich dir zu etwas Besserem verhelfen, Peter. Ich pflege jedem Sonntagskind, das sich zu mir finden weiß, 3 Wünsche zu gewähren. Die ersten 2 sind frei, den dritten kann ich verweigern, wenn er töricht ist. So wünsche dir also etwas. Aber Peter, etwas Gutes und Nützliches. Heißa, ihr seid ein treffliches Glasmännlein und mit Recht nennt man euch Schatzhauser, denn bei euch sind die Schätze zu Hause. Nu, und also, darf ich wünschen, wonach mein Herz begehrt, so will ich denn fürs Erste, dass ich noch besser tanzen könne als der Tanzbodenkönig und jedes Mal noch einmal so viel Geld ins Wirtshaus bringe als er. Du Tor, erwiderte der Kleine zürnend. Welch ein erbärmlicher Wunsch ist dies, gut tanzen zu können und Geld zum Spiel zu haben. Schämst du dich nicht, dummer Peter, dich selbst so um dein Glück zu betrügen? Was nützt es dir und deiner armen Mutter, wenn du tanzen kannst? Was nützt dir dein Geld, das nach deinem Wunsch nur für das Wirtshaus ist und wie das des elenden Tanzbodenkönigs dort bleibt? Dann hast du wieder die ganze Woche nichts und darbst wie zuvor. Noch einen Wunsch gebe ich dir frei, aber sieh dich vor, dass du vernünftiger wünschest. Peter kratzte sich hinter den Ohren und sprach nach einigem Zögern. Nun, so wünsche ich mir die schönste und reichste Glashütte im ganzen Schwarzwald, mit allem Zubehör und Geld, sie zu leiten. Sonst nichts? Fragte der Kleine mit besorglicher Miene. Peter, sonst nichts? Nun, ihr könntet noch ein Pferd dazu tun und ein Wägelchen. Oh, du dummer Kohlenmunk, Peter! Rief der Kleine und warf seine gläserne Pfeife in Unmut an eine dicke Tanne, dass sie in 100 Stücke sprang. Pferde? Wägelchen? Verstand, sag ich dir, Verstand, gesunden Menschenverstand und Einsicht hättest du wünschen sollen, aber nicht Pferdchen und Wägelchen. Nun, werde nur nicht so traurig, wir wollen sehen, dass auch nicht so zu deinem Schaden ist, denn der zweite Wunsch war im Ganzen nicht töricht. Eine gute Glashütte nährt auch ihren Mann und Meister, nur hättest du Einsicht und Verstand dazu nehmen können, Wagen und Pferde wären dann wohl selbst gekommen. Aber Herr Schatzhauser, erwiderte Peter, ich habe ja noch einen Wunsch übrig, da könnte ich ja Verstand wünschen, wenn er mir so nötig ist, wie ihr meinet. Nichts da! Du wirst noch in manche Verlegenheit kommen, wo du froh sein wirst, wenn du noch einen Wunsch frei hast. Und nun mach dich auf den Weg nach Hause. Hier sind, sprach der kleine Tannengeist, indem er ein kleines Beutelein aus der Tasche zog, hier sind 2000 Gulden und damit genug. Und komm mir nicht wieder, um Geld zu fordern, denn dann müsste ich dich in der höchsten Tanne aufhängen. So habe ich's gehalten, seit ich in dem Wald wohne. Vor 3 Tagen aber ist der alte Winkfritz gestorben, der die große Glashütte gehabt hat im Unterwald. Dorthin gehe morgen früh und mach ein Boot auf das Gewerbe, wie es recht ist. Halt dich wohl, sei fleißig, und ich will dich zuweilen besuchen und dir mit Rat und Tat an die Hand gehen, weil du dir doch keinen Verstand erbeten. Aber das sag ich dir ernstlich. Dein erster Wunsch war böse. Nimm dich in Acht vor dem Wirtshaus laufen, Peter. Es hat noch bei keinem lange gut getan. Das Männlein hatte, während er dies sprach, eine neue Pfeife von schönstem Beinglas hervorgezogen, sie mit gedörrten Tannenzapfen gestopft und in den kleinen, zahnlosen Mund gesteckt. Dann zog es ein ungeheures Brennglas hervor, trat in die Sonne und zündete seine Pfeife an. Als er damit fertig war, bot er dem Peter freundlich die Hand und gab ihm noch ein paar gute Lehren auf den Weg, rauchte und blies immer schneller und verschwand endlich in einer Rauchwolke, die nach echtem holländischen Tabak roch und langsam sich kräuselnd in den Tannenwipfeln vorschwebte. Als Peter nach Hause kam, fand er seine Mutter sehr in Sorgen um ihn, denn die gute Frau glaubte nicht anders, als ihr Sohn sei zum Soldaten ausgehoben worden. Er aber war sehr fröhlich und guter Dinge und erzählte ihr, wie er im Walde einen guten Freund getroffen, der ihm Geld vorgeschossen habe, um ein anderes Geschäft als Kohlenbrennen anzufangen. Obgleich seine Mutter schon seit 30 Jahren in der Köhlerhütte wohnte und an den Anblick beruster Leute so gewöhnt war, als jede Müllerin an das Mehlgesicht ihres Mannes, so war sie doch eitel genug, sobald ihr Peter ein glänzenderes Los zeigte, ihren früheren Stand zu verachten und sprach, »Ja, als Mutter eines Mannes, der eine Glashütte besitzt, bin ich doch was anderes als Nachbarin Grete und bete und setze mich in Zukunft vornehin in die Kirche, wo rechte Leute sitzen.« Ihr Sohn aber wurde mit den Erben der Glashütte bald handelseinig. Er behielt die Arbeiter, die er vorfand, bei sich und ließ nun Tag und Nacht Glas machen,
Anfangs gefiel ihm das Handwerk wohl. Er pflegte gemächlich in die Glashütte hinabzusteigen, ging dort mit vornehmen Schritten, die Hände in die Taschen gesteckt, hin und her, guckte dahin, guckte dorthin, sprach dies und jenes, worüber seine Arbeiter oft nicht wenig lachten. Und seine größte Freude war, das Glas blasen zu sehen. Und oft machte er sich selbst an die Arbeit und formte aus der noch weichen Masse die sonderbarsten Figuren. Bald aber war ihm die Arbeit entleidet. Und er kam zuerst nur noch eine Stunde des Tages in die Hütte, dann nur alle zwei Tage, endlich die Woche nur einmal. Und seine Gesellen machten, was sie wollten. Das alles kam aber nur vom Wirtshaus laufen. Den Sonntag, nachdem er vom Tannenbühl zurückgekommen war, ging er ins Wirtshaus. Und wer schon auf dem Tanzboden sprang, war der Tanzbodenkönig. Und der dicke Ezechiel saß auch schon hinter der Maßkanne und knöchelte um Kronentaler. Da fuhr Peter schnell in die Tasche, zu sehen, ob ihm das Glasmännlein Wort gehalten. Und siehe, seine Tasche strotzte von Silber und Gold. Auch an seinen Beinen zuckte und drückte es, wie wenn sie tanzen und springen wollten. Und als der erste Tanz zu Ende war, stellte er sich mit seiner Tänzerin oben an, neben dem Tanzbodenkönig. Und sprang dieser drei Schuh hoch, so flog Peter vier. Und machte dieser wunderliche und zierliche Schritte, so verschlang und drehte Peter seine Füße, dass alle Zuschauer vor Lust und Verwunderung beinahe außer sich kamen. Als man aber auf dem Tanzboden vernahm, dass Peter eine Glashütte gekauft habe, als man sah, dass er, so oft er an den Musikanten vorbeitanzte, ihnen sechs Betzner zuwarf, da war des Staunens kein Ende. Die einen glaubten, er habe einen Schatz im Walde gefunden, die anderen meinten, er habe eine Erbschaft getan. Aber alle verehrten ihn jetzt und hielten ihn für einen gemachten Mann, nur weil er Geld hatte. Verspielte er doch noch an demselben Abend 20 Gulden, und nichtsdestominder rasselte und klang es in seiner Tasche, wie wenn noch 100 Taler drin wären. Als Peter sah, wie angesehen er war, wusste er sich vor Freude und Stolz nicht zu fassen. Er warf das Geld mit vollen Händen weg und teilte es den Armen reichlich mit, wusste er doch, wie ihn selbst einst die Armut gedrückt hatte. Des Tanzbodenkönigs Künste wurden von den übernatürlichen Künsten des neuen Tänzers zu Schanden, und Peter führte jetzt den Namen Tanzkaiser. Die unternehmendsten Spieler am Sonntag wagten nicht so viel wie er, aber sie verloren auch nicht so viel wie er. Und je mehr er verlor, desto mehr gewann er. Das verhielt sich aber ganz so, wie er es vom kleinen Glasmännlein verlangt hatte. Er hatte sich gewünscht, immer so viel Geld in der Tasche zu haben, wie der dicke Ezechiel. Und gerade dieser war es, an welchen er sein Geld verspielte. Und wenn er 20, 30 Gulden auf einmal verlor, so hatte er sie alsbald wieder in der Tasche, wenn sie Ezechiel einstrich. Nach und nach brachte er es aber in Schlemmen und Spielen weiter als die schlechtesten Gesellen im Schwarzwald. Und man nannte ihn öfter Spielpeter als Tanzkaiser. Denn er spielte jetzt auch beinahe an allen Werktagen. Darüber kam aber seine Glashütte nach und nach in Verfall. Und daran war Peters Unverstand schuld. Glas ließ er machen, so viel man immer machen konnte, aber er hatte mit der Hütte nicht zugleich das Geheimnis gekauft, wohin man es am besten verschleißen könnte. Er wusste am Ende mit der Menge Glas nichts anzufangen und verkaufte es um den halben Preis an herumziehende Händler, nur um seine Arbeiter bezahlen zu können. Eines Abends ging er auch wieder vom Wirtshaus heim und dachte trotz des vielen Weines, den er getrunken, um sich fröhlich zu machen, mit Schrecken und Gram an den Verfall seines Vermögens. Da bemerkte er auf einmal, dass jemand neben ihm gehe. Er sah sich um und siehe da, es war das Glasmännlein. Da geriet er in Zorn und Eifer, vermaß sich hoch und teuer und schwur, der Kleine sei in all seinem Unglück schuld. »Was tue ich nun mit Pferd und Wägelchen?« rief er. »Was nutzt mir die Hütte und all mein Glas? Selbst als ich noch ein elender Köhlersbursch war, lebte ich froher und hatte keine Sorgen. Jetzt weiß ich nicht, wann der Amtmann kommt und meine Habe schätzt und versteigert der Schulden wegen.« »So«, entgegnete das Glasmännlein, »so«, ich soll also schuld daran sein, wenn du unglücklich bist? Ist dies der Dank für meine Wohltaten? Wer hieß dich so töricht wünschen?
Ein Glasmann wolltest du sein und wusstest nicht, wohin ein Glas verkaufen? Sage ich dir nicht, du solltest behutsam wünschen? Verstand, Peter, Klugheit hat dir gefehlt. Was, Verstand und Klugheit? Rief jener. Ich bin ein so kluger Bursch als irgendeiner und will es dir zeigen, Glasmännlein. Bei diesen Worten fasste er das Männlein unsanft am Kragen und schrie, Hab ich dich jetzt, Schatzhauser im grünen Tannenwald? Und den dritten Wunsch will ich jetzt nun, den sollst du mir gewähren. Und so will ich hier auf der Stelle 2x100.000 harte Taler und ein Haus. Oh weh! Schrie er und schüttelte die Hand, denn das Waldmännlein hatte sich in glühendes Glas verwandelt und brannte in seiner Hand wie sprühendes Feuer. Aber von dem Männlein war nichts mehr zu sehen. Mehrere Tage lang erinnerte ihn seine geschwollene Hand an seine Undankbarkeit und Torheit. Dann aber übertäubte er sein Gewissen und sprach, »Und wenn sie mir die Glashütte und alles verkaufen, so bleibt mir doch immer der dicke Ezechiel. Solange der Geld hat am Sonntag, kann mir nichts fehlen.« »Ja, Peter. Und wenn er keines hat?« Und so geschah es eines Tages und war ein wunderliches Rechenexempel. Denn eines Sonntags kam er angefahren ans Wirtshaus. Und die Leute streckten die Köpfe durch das Fenster. Und der eine sagte, da kommt der Spielpeter. Und der andere, ja, der Tanzkaiser, der reiche Glasmann. Und ein dritter schüttelte den Kopf und sprach, mit dem Reichtum kann man es machen. Man sagt allerlei von seinen Schulden. Und in der Stadt hat einer gesagt, der Amtmann wäre nicht mehr lange säumen zum Auspfänden. Indessen grüßte der reiche Peter die Gäste am Fenster vornehm und gravitätisch, stieg vom Wagen und schrie, »Sonnenwirt, guten Abend, ist der dicke Ezechiel schon da?« Und eine tiefe Stimme rief, »Nur herein, Peter, dein Platz ist dir aufbehalten, wir sind schon da und bei den Karten.« So trat Peter Munk in die Wirtsstube, fuhr gleich in die Tasche und merkte, dass Ezechiel gut versehen sein müsse, denn seine Tasche war bis oben angefüllt. Er setzte sich hinter den Tisch zu den anderen und gewann und verlor hin und her, und so spielten sie, bis andere ehrliche Leute nach Hause gingen, und spielten bei Licht, bis 2 andere Spieler sagten, jetzt ist's genug, und wir müssen heim zu Frau und Kind. Aber Spielpeter forderte den dicken Ezechiel auf, zu bleiben. Dieser wollte lange nicht, endlich aber rief er, »Gut, jetzt will ich mein Geld zählen und dann wollen wir knöchern, den Satz um 5 Gulden. Der Niederer ist es doch nur ein Kinderspiel.« Er zog den Beutel und zählte und fand 100 Gulden bar. Und Spielpeter wusste nun, wie viel er selbst habe und brauchte es nicht erst zu zählen. Aber hatte Ezechiel vorher gewonnen, so verlor er jetzt Satz für Satz und fluchte greulich dabei. Warf er einen Pasch, gleich warf Spielpeter auch einen und immer 2 Augen höher. Da setzte er endlich den letzten 5 Gulden auf den Tisch und rief, »Noch einmal, und wenn ich auch den noch verliere, so höre ich doch nicht auf, dann leihst du mir von deinem Gewinn, Peter. Ein ehrlicher Kerl hilft dem anderen.« »So viel du willst, und wenn es 100 Gulden sein sollten,« sprach der Tanzkaiser, fröhlich über seinen Gewinn, und der dicke Ezechiel schüttete die Würfel und warf 15. »Pasch«, rief er, »jetzt wollen wir sehen.« Peter aber warf 18, und eine heisere, bekannte Stimme hinter ihm sprach, »So, das war der Letzte!« Er sah sich um, und riesengroß stand der Holländer Michel hinter ihm. Erschrocken ließ er das Geld fallen, das er schon eingezogen hatte. Aber der dicke Ezechiel sah den Waldmann nicht, sondern verlangte, der Spielpeter sollte ihm 10 Gulden vorstrecken zum Spiel. Halb im Traum fuhr dieser mit der Hand in die Tasche, aber da war kein Geld. Er suchte in der anderen Tasche, aber auch da fand sich nichts. Er kehrte den Rock um, aber es fiel kein roter Heller heraus. Und jetzt erst gedachte er seines eigenen ersten Wunsches, immer so viel Geld zu haben, als der dicke Ezechiel. Wie Rauch war alles verschwunden. Der Wirt und Ezechiel sahen ihn staunend an, als er immer suchte und sein Geld nicht finden konnte. Sie wollten ihm nicht glauben, dass er keines mehr habe. Aber als sie endlich selbst in seinen Taschen suchten, wurden sie zornig und schwuren, der Spielpeter sei ein böser Zauberer und habe all das gewonnene Geld und sein eigenes nach Hause gewünscht. Peter verteidigte sich standhaft, aber der Schein war gegen ihn. Ezechiel sagte, er wolle die schreckliche Geschichte allen Leuten im Schwarzwald erzählen
und der Wirt versprach ihm, morgen mit dem Frühesten in die Stadt zu gehen und Peter Munk als Zauberer anzuklagen. Und er wolle es erleben, setzte er hinzu, dass man ihn verbrenne. Dann fielen sie wütend über ihn her, rissen ihm das Wams vom Leib und warfen ihn zur Tür hinaus. Kein Stern schien am Himmel, als Peter trübselig seiner Wohnung zuschlich. Aber dennoch konnte er eine dunkle Gestalt erkennen, die neben ihm herschritt und endlich sprach. »Mit dir ist's aus, Peter Munk. All deine Herrlichkeit ist zu Ende, und das hätte ich dir schon damals sagen können, als du nichts von mir hören wolltest und zu dem dummen Glaszwerg liefst. Da siehst du jetzt, was man davon hat, wenn man meinen Rat verachtet. Aber versuch es einmal mit mir. Ich habe Mitleid mit deinem Schicksal. Noch keinen hat es gereut, der sich an mich wandte. Und wenn du den Weg nicht scheust, morgen bin ich den ganzen Tag am Tannenbühl zu sprechen, wenn du mich rufst.« Peter merkte wohl, wer zu ihm spreche, aber es kam ihm ein Grauen. Er antwortete nicht, sondern lief seinem Haus zu. Als Peter am Montagmorgen in seine Glashütte ging, da waren nicht nur seine Arbeiter da, sondern auch andere Leute, die man nicht gerne sieht, nämlich der Amtmann und drei Gerichtsdiener. Der Amtmann wünschte Peter einen guten Morgen, fragte, wie er geschlafen, und zog dann ein langes Register heraus, und darauf waren Peters Gläubiger verzeichnet. »Könnt ihr zahlen oder nicht?« fragte der Amtsmann mit strengem Blick. »Und macht es nur kurz, denn ich habe nicht viel Zeit zu versäumen, und in dem Turm ist es 3 gute Stunden.« Da verzagte Peter, gestand, dass er nichts mehr habe, und überließ es dem Amtsmann, Haus und Hof, Hütte und Stall, Wagen und Pferde zu schätzen. Und als die Gerichtsdiener und der Amtmann umhergingen und prüften und schätzten, dachte er, bis zum Tannenbühl ist's nicht weit. Hat mir der Kleine nicht geholfen, so will ich es einmal mit dem Großen versuchen. Er lief dem Tannenbühl zu, so schnell, als ob die Gerichtsdiener ihm auf den Fersen wären. Es war ihm, als er an dem Platz vorbeirannte, wo er das Glasmännlein zuerst gesprochen, als halte ihn eine unsichtbare Hand auf. Aber er riss sich los und lief weiter bis an die Grenze. Und kaum hatte er »Holländer Michel, Herr Holländer Nüchel« gerufen, als auch schon der riesengroße Flözer mit seiner Stange vor ihm stand. »Kommst du?« sprach dieser lachend. »Haben sie dir die Haut abziehen und deinen Gläubigern verkaufen wollen? Nun sei ruhig, dein ganzer Jammer kommt, wie gesagt, von dem kleinen Glasmännlein, von dem Separatisten und Frömmler her. Wenn man schenkt, muss man gleich recht schenken und nicht wie dieser Knauser. Doch komm, folge mir in mein Haus, dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden.« »Handelseinig?« dachte Peter. »Was kann er denn von mir verlangen? Was kann ich an ihn verhandeln? Soll ich ihm etwa dienen? Oder was will er?« Sie gingen zuerst über einen steilen Waldsteig hinan und standen dann mit einem Mal an einer dunklen, tiefen, abschüssigen Schlucht. Holländer Michel sprang den Felsen hinab, wie wenn es eine sanfte Marmortreppe wäre. Aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken, denn als jener unten angekommen war, machte er sich so groß wie ein Kirchturm und reichte ihm einen Arm so lang als ein Weberbaum und eine Hand daran so breit als der Tisch im Wirtshaus und rief mit einer Stimme, die heraufschallte wie eine tiefe Totenglocke, »Setz dich nur auf meine Hand und halte dich an den Fingern, so wirst du nicht fallen.« Peter tat zitternd, wie jener befohlen, nahm Platz auf der Hand und hielt sich am Daumen des Riesen. Es ging weit und tief hinab, aber dennoch ward es zu Peters Verwunderung nicht dunkler. Im Gegenteil, die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der Schlucht, aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht und stand in seiner früheren Gestalt vor einem Haus, so gering oder gut, als es reiche Bauern auf dem Schwarzwald haben. Die Stube, worein Peter geführt wurde, unterschied sich durch nichts von den Stuben anderer Leute als dadurch, dass sie einsam schien. Die hölzerne Wanduhr, der ungeheure Kachelofen, die breiten Bänke, die Gerätschaften auf dem Gesimsen waren hier wie überall.
Michi wies ihm einen Platz hinter den großen Tisch an, ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder. Er goss ein und nun schwatzten sie, und Holländer Michi erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, dass Peter am Ende große Sehnsucht danach bekommend, dies auch offen dem Holländer sagte. »Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft hast, etwas zu unternehmen, hattest, dann konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zittern machen. Und dann die Kränkung der Ehre, das Unglück, wozu soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du es im Kopfe empfunden, als sich letzten einer der Betrüger und schlechter Kerle nannte? Hat es dir im Magen wehgetan, als der Amtmann kam, dich aus dem Haus zu werfen? Was, sag an, was hat dir wehe getan?« »Mein Herz«, sprach Peter, indem er die Hand auf die pochende Brust presste, denn es war ihm, als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wendete. »Du hast, nimm es mir nicht übel, 100 Gulden an schlechte Bettler und andere Gesindel weggeworfen. Was hat es dir genützt? Sie haben dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht. Ja, bist du deswegen gesünder geworden? Und die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen Arzt gehalten. Segen, ja, ein schöner Segen, wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird. Und was war es, das dich getrieben, in die Tasche zu fahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hinstreckte? Dein Herz, auch weder dein Herz, und weder deine Augen noch deine Zunge, deine Arme noch deine Beine, sondern dein Herz. Du hast dir es, wie man es richtig sagt, so sehr zu Herzen genommen. Aber wie kann man sich denn angewöhnen, dass es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken, und dennoch pocht mein Herz und tut mir weh.« »Du, freilich«, rief jener mit Lachen, »du armer Schelm, kannst nichts dagegen tun. Aber gib mir das kaum pochende Ding, und du wirst sehen, wie gut du es dann hast.« »Euch mein Herz?« schrie Peter mit Entsetzen. »Da müsste ich ja sterben auf der Stelle, nimmermehr.« »Ja, wenn dir einer euer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leib operieren wollte, da müsstest du wohl sterben. Bei mir ist dies ein anderes Ding, doch komm herein und überzeuge dich selbst.« Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertüre und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat. Aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser, mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen darauf geschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtsmanns in E, das Herz des dicken Etzechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters. Da waren 6 Herzen von Kronwucherern, 8 von Werbeoffizieren, 3 von Geldmaklern. Kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgebung von 20 Stunden. »Schau«, sprach Holländer Michel, »diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.« »Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust?« fragte Peter, denn dies alles, was er gesehen, beinahe schwindelig machte. »Dies«, antwortete jener und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz. »So«, erwiderte er, und konnte sich eines Schauderns, dem über die Haut ging, nicht erwehren. »Ein Herz von Marmelstein? Aber horch einmal, Herr Holländer Michel, das muss doch gar kalt sein in der Brust.« »Freilich, aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dir die Wärme nichts, dir hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz. Und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, du glaubst nicht, wie dann ein solches Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleiden noch anderer Jammer pocht an ein solch ein Herz.« »Und das ist alles, was ihr mir geben könntet?« fragte Peter unmutig. »Ich hoffe auf Geld, und ihr wollet mir einen Stein geben.« »Nun, ich denke, an 100.000 Gulden hättest du fürs Erste genug. Wenn du es geschickt umtreibst, kannst du bald ein Millionär werden.« 100.000, rief der arme Köhler freudig. »Nun, so poche doch nicht so ungestüm in meiner Brust. Wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Michel,
Gebt mir den Stein und das Geld, und die Unruh könnt ihr aus dem Gehäuse nehmen. Ich dachte es doch, dass du ein vernünftiger Bursche seist, antwortete der Holländer, freundlich lächelnd. Komm, lass uns noch eins trinken, und dann will ich das Geld auszahlen. So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. Kohlenmunk Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns, und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin, und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er gar nicht glauben, dass er es selbst sei, der in diesem Wagen sitze, denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben, die er gestern getragen. Aber er erinnerte sich doch an alles so deutlich, dass er endlich sein Nachsinnen aufgab und rief: »Der Kohlenmunk Peter bin ich, das ist ausgemacht und kein anderer.« Er wunderte sich über sich selbst, dass er gar nicht wehmütig werden konnte, als er jetzt zum ersten Mal aus der stillen Hütte, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht, als er an seine Mutter dachte, die jetzt wohl hilflos und im Elend saß, konnte er eine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen, denn es war ihm alles so gleichgültig. »Ach, freilich«, sagte er dann, »Tränen und Seufzer, Heimweh und Wehmut kommen ja aus dem Herzen, und dank dem Holländer Michel, das meine ist kalt und von Stein.« Er legte seine Hand auf die Brust, und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts. »Wenn er mit den Hunderttausenden so gut Wort hielt wie mit den Herzen, so soll es mich freuen«, sprach er und fing an, seinen Wagen zu untersuchen. Er fand Kleidungsstücke von aller Art, wie er sie nur wünschen konnte, aber kein Geld. Endlich stieß er auf eine Tasche und fand viele tausend Taler in Gold und Scheinen auf Handlungshäuser in allen großen Städten. »Jetzt hab ich's, wie ich's wollte«, dachte er, setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt. Er fuhr 2 Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anhielt, nichts als das Schild seines Wirtshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts. Kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz. Sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil. Und seine Augen, seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf. Und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief. Hier und da erinnerte er sich zwar, dass er fröhlicher, glücklicher gewesen sei, als er noch arm war und arbeiten musste, um sein Leben zu fristen. Da hatte ihn jede schöne Aussicht ins Tal, Musik und Gesang ihn ergötzt. Da hatte er sich stundenlang auf die einfache Kost, die ihm seine Mutter zu dem Meiler bringen sollte, gefreut. Wenn er so über die Vergangenheit nachdachte, so kam es ihm ganz sonderbar vor, dass er jetzt nicht einmal lachen konnte. Und sonst hatte er über den kleinsten Scherz gelacht. Wenn andere lachten, so verzog er nur aus Höflichkeit den Mund. Aber sein Herz lächelte nicht mit. Er fühlte dann, dass er zwar überaus ruhig sei, aber zufrieden fühlte er sich doch nicht. Es war nicht Heimweh oder Wehmut, sondern öde, Überdruss, freudenloses Leben, was ihn endlich wieder zur Heimat trieb. Als er von Straßburg herüberfuhr und den dunklen Wald seiner Heimat erblickte, als er zum ersten Mal wieder jene kräftigen Gestalten, jene freundlichen, treuen Gesichter der Schwarzwälder sah, als sein Ohr die heimatlichen Klänge, stark, tief, aber wohltönend vernahm, da fühlte er schnell an sein Herz, denn sein Blut wallte stärker, und er glaubte, er müsse sich freuen und müsse weinen zugleich. Aber wie konnte er nur so töricht sein? Er hatte ja ein Herz von Stein, und Steine sind tot und lächeln und weinen nicht. Sein erster Gang war zum Holländer Michel, der ihn mit alter Freundlichkeit aufnahm. »Michel«, sagte er zu ihm, »gereist bin ich nun und habe alles gesehen, ist aber alles dummes Zeug, und ich hatte nur Langeweile. Überhaupt, euer steinernes Ding, das ich in der Brust trage, schützt mich zwar vor manchem. Ich erzürne mich nie, bin nie traurig, aber ich freue mich auch nie, und es ist mir, als wenn ich nur halb lebe. Könntet ihr das Steinherz nicht ein wenig beweglicher machen
Oder gebt mir lieber mein altes Herz. Ich hatte mich in 25 Jahren daran gewöhnt, und wenn es zuweilen auch einen dummen Streich machte, so war es doch munter und ein fröhliches Herz. Der Waldgeist lachte grimmig und bitter. Wenn du einmal tot bist, Peter Munk, antwortete er, dann soll es dir nicht fehlen. Dann sollst du dein weiches, rührbares Herz wieder haben. Und dann kannst du fühlen, was kommt, Freud oder Leid. Aber hier oben kann es nicht mehr dein werden. Doch, Peter, gereist bist du wohl, aber so wie du lebtest, konnte es dir nichts nützen. Setze dich jetzt hier irgendwo im Wald, bau ein Haus, heirate, treibe dein Vermögen um. Es hat dir nur an Arbeit gefehlt. Und weil du müßig warst, hattest du Langeweile und schiebst jetzt alles auf dieses unschuldige Herz. Peter sah ein, dass Michi recht habe, was den Müßiggang beträfe, und nahm sich vor, reich und immer reicher zu werden. Michi schenkte ihm noch einmal 100.000 Gulden und entließ ihn als seinen guten Freund. Bald vernahm man im Schwarzwald die Mähre, der Kohlenmunk Peter oder Spielpeter sei wieder da und noch viel reicher als zuvor. Es ging auch jetzt wie immer, als er am Bettelstab war, wurde er in der Sonne zur Türe hinausgeworfen, und als er jetzt an einem Sonntagnachmittag seinen ersten Einzug dort hielt, schüttelten sie ihm die Hand, lobten sein Pferd, fragten nach seiner Reise, und als er wieder mit dem dicken Etzechiel um harte Taler spielte, stand er in der Achtung so hoch als je. Er trieb jetzt aber nicht mehr das Glashandwerk, sondern den Holzhandel, aber nur zum Schein. Sein Hauptgeschäft war, mit Korn und Geld zu handeln. Der halbe Schwarzwald wurde ihm nach und nach schuldig, aber er lieh Geld nur aus 10% aus oder verkaufte Korn an die Armen, die nicht gleich zahlen konnten, um den dreifachen Wert. Mit dem Amtmann stand er jetzt in enger Freundschaft, und wenn einer Herrn Peter Munk nicht auf den Tag bezahlte, so ritt der Amtmann mit seinen Schergen hinaus, schätzte Haus und Hof, verkaufte flugs und trieb Vater, Mutter und Kind in den Wald. Anfangs machte dies dem reichen Peter einige Unlust, denn die armen Ausgepfändeten belagerten dann haufenweise seine Türe. Die Männer flehten um Nachsicht, die Weiber suchten das steinerne Herz zu erweichen und die Kinder winselten um ein Stücklein Brot. Aber als er sich ein paar tüchtige Fleischerhunde angeschafft hatte, hörte diese Katzenmusik, wie er es nannte, bald auf. Er pfiff und hetzte, und die Bettelleute flogen schreiend auseinander. Am meisten Beschwerde machte ihm das alte Weib. Das war aber niemand anders als Frau Munkin, Peters Mutter. Sie war in Not und Elend geraten, als man ihr Haus und Hof verkauft hatte, und ihr Sohn, als er reich zurückgekehrt war, hatte nicht mehr nach ihr umgesehen. Da kam sie nun zuweilen, alt, schwach und gebrechlich, an einem Stock vor dem Haus. Hinein wagte sie sich nimmer, denn er hatte sie einmal weggejagt, aber es tat ihr wehe, von den Guttaten anderer Menschen leben zu müssen, da der eigene Sohn ihr ein sorgenloses Alter hätte bereiten können. Aber das kalte Herz wurde nimmer gerührt von dem Anblicke der bleichen, wohlbekannten Züge, von den bittenden Blicken, von der welken, ausgestreckten Hand, von der hinfälligen Gestalt. Mürrisch zog er, wenn sie sonnabends an die Türe pochte, einen Sechsbätzner hervor, schlug ihn in ein Papier und ließ ihn hinausreichen durch einen Knecht. Er vernahm ihre zitternde Stimme, wenn sie dankte und wünschte, es möge ihm wohl gehen auf Erden. Er hörte sie hüstelnd vor der Türe schleichen, aber er dachte weiter nicht mehr daran, als dass er wieder 6 Batzen umsonst ausgegeben. Endlich kam Peter auch auf den Gedanken zu heiraten. Er wusste, dass im ganzen Schwarzwald jeder Vater ihm gerne seine Tochter geben werde, aber er war schwierig in seiner Wahl, denn er wollte, dass man auch hierin sein Glück und auch seinen Verstand preisen sollte. Daher ritt er umher im ganzen Wald, schaute hier, schaute dort, und keine der schönen Schwarzwälderinnen deuchten ihm schön genug. Endlich, nachdem er auf allen Tanzböden umsonst nach der schönsten ausgeschaut hatte, hörte er eines Tages die schöne und tugendsamste, im ganzen Walde sei eines armen Holzbauers Tochter. Sie lebe still und für sich, besorge geschickt und emsig ihres Vaters Haus und lasse sich nie auf dem Tanzboden sehen, nicht einmal zu Pfingsten oder Kirmes. Als Peter von diesem Wunder des Schwarzwaldes hörte, beschloss er, um sie zu werben,
und ritt nach der Hütte, die man ihm bezeichnet hatte. Der Vater der schönen Lisbeth empfing den vornehmen Herrn mit Staunen, und er staunte noch mehr, als er hörte, es sei dies der reiche Herr Peter, und er wolle sein Schwiegersohn werden. Er besann sich auch nicht lange, denn er meinte, all seine Sorgen und Armut werde nun ein Ende haben, und sagte zu, ohne die schöne Lisbeth zu fragen. Und das gute Kind war so folgsam, dass sie ohne Widerrede Frau Peter Munkin wurde. Aber es wurde der Arme nicht so gut, als sie sich geträumt hatte. Sie glaubte, ihr Hauswesen wohl zu verstehen, aber sie konnte Herrn Peter nicht zu Dank machen. Sie hatte Mitleiden mit armen Leuten, und da ihr Eheherr reich war, dachte sie, es sei keine Sünde, einem armen Bettelweib einen Pfennig oder einem alten Mann einen Schnaps zu reichen. Aber als Herr Peter dies eines Tages merkte, sprach er mit zürnenden Blicken und rauer Stimme, »Warum verschleuderst du mein Vermögen an Lumpen und Straßenläufer? Hast du was mitgebracht ins Haus, das du wegschenken könntest? Mit deines Vaters Bettelstab kann man keine Suppe wärmen und wirfst das Geld aus wie eine Fürstin. Noch einmal lasse ich dich betreten, so sollst du meine Hand fühlen.« Die schöne Lisbeth weinte in ihrer Kammer über den harten Sinn ihres Mannes, und sie wünschte sich oft, lieber heim zu sein in ihres Vaters ärmlicher Hütte, als bei dem reichen, aber geizigen, hartherzigen Peter zu hausen. Ach, hätte sie gewusst, dass er ein Herz von Marmor habe und weder sie noch irgendeinen Menschen lieben könne, so hätte sie sich wohl nicht gewundert. So oft sie jetzt aber unter der Türe saß, und es ging ein Bettelmann vorüber und zog den Hut und hub an seinen Spruch, so drückte sie die Augen zu, das Elend nicht zu schauen, so ballte die Hand fester, damit sie nicht unwillkürlich in die Tasche fahre, ein Kreuzerlein herauszulangen. So kam es, dass die schöne Lisbeth im ganzen Wald verschrieben wurde, und es hieß, sie sei noch geiziger als Peter Munk. Aber eines Tages saß Frau Lisbeth wieder vor dem Haus und spann und murmelte ein Liedchen dazu, denn es war munter, weil schönes Wetter und Herr Peter ausgeritten war über Feld. Da kommt ein altes Männlein des Weges daher, das trägt einen großen, schweren Sack, und sie hört es schon von weitem keuchen. Teilnehmend sieht ihm Frau Lisbeth zu und denkt, einem so alten kleinen Mann sollte man nicht mehr so schwer aufladen. Indes keucht und wankt das Männlein heran, und als es gegenüber von Frau Lisbeth war, brach es unter dem Sack beinahe zusammen. »Ach, habt die Barmherzigkeit, Frau, und reichet mir nur einen Trunk Wasser«, sprach das Männlein, »ich kann nicht weiter, muss elend verschmachten.« »Aber ihr solltet in eurem Alter nicht mehr so schwer tragen«, sagte Frau Lisbeth. »Ja, wenn ich nicht boten gehen müsste, der Armut halber und um mein Leben zu fristen«, antwortete er. »Ach, so eine reiche Frau wie ihr weiß nicht, wie wehe Armut tut und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze.« Als sie dies hörte, eilte sie in das Haus, nahm einen Krug vom Gesims und füllte ihn mit Wasser. Doch als sie zurückkehrte und nur noch wenige Schritte vor ihm war und das Männlein sah, wie es so elend und verkümmert auf dem Sack saß, da fühlte sie inniges Mitleid, bedachte, dass ihr Mann ja nicht zu Hause sei, und so stellte sie den Wasserkrug beiseite, nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein, legte ein gutes Roggenbrot darauf und brachte es dem Alten. »So, und ein Schluck Wein mag euch besser frommen als Wasser, da ihr schon sogar alt seid«, sprach sie, »aber trinket nicht so hastig und esset auch Brot dazu.« Das Männlein sah sie staunend an, bis große Tränen in seinen alten Augen standen. Es trank und sprach dann, »Ich bin alt geworden, aber ich habe wenige Menschen gesehen, die so mitleidig wären und ihre Gaben so schön und herzlich spenden wüssten wie ihr, Frau Lisbeth. Aber es wird euch dafür auch recht wohl gehen auf Erden, solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt.« »Nein, und den Lohn soll sie zur Stelle haben«, schrie eine schreckliche Stimme. Und als sie sich umsahen, war es Herr Peter mit blutrotem Gesicht. »Und sogar meinen Ehrenwein gießest du aus an Bettelleute, und meinen Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer? Da, nimm deinen Lohn!« Frau Lisbeth stürzte zu seinen Füßen und bat um Verzeihung, aber das steinerne Herz kannte kein Mitleid. Er drehte die Peitsche um, die er in der Hand hielt, und schlug sie mit dem Handgriff von Ebenholz so heftig vor die Stirne, dass sie leblos dem alten Mann in die Arme sank. Als er dies sah, war es doch, als reute ihn die Tat auf der Stelle. Er bückte sich herab, zu schauen, ob noch Leben in ihr sei.
aber das Männlein sprach mit wohlbekannter Stimme: »Gib dir keine Mühe, Kohlenpeter. Es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald, aber du hast sie zertreten und nie mehr wird sie wieder blühen.« Da wich alles Blut aus Peters Wangen und er sprach: »Also ihr seid es, Herr Schatzhauser. Nun, was geschehen ist, ist geschehen und es hat wohl so kommen müssen. Ich hoffe aber, ihr werdet mich nicht bei dem Gericht anzeigen als Mörder.« »Elender«, erwiderte das Glasmännlein, »was würde es mir frommen, wenn ich deine sterbliche Hülle an die Galgen brächte? Nicht irdische Gerichte sind es, die du zu fürchten hast, sondern andere und strengere, denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft.« »Und hab ich mein Herz verkauft«, schrie Peter, »und so ist niemand daran schuld als du und deine betrügerischen Schätze. Du tückischer Geist hast mich ins Verderben geführt, mich getrieben, dass ich bei einem anderen Hilfe suchte, und auf dir liegt die ganze Verantwortung.« Aber kaum hatte er dies gesagt, so wuchs und schwoll das Glasmännlein und wurde hoch und breit, und seine Augen sollen so groß gewesen sein wie Suppenteller, und sein Mund war wie ein geheizter Backofen, und Flammen blitzten daraus hervor. Peter warf sich auf die Knie, und sein steinernes Herz schützte ihn nicht, dass nicht seine Glieder zitterten wie eine Espe. Mit Geierskrallen packte ihn der Waldgeist am Nacken, drehte ihn um wie ein Wirbelwind dürres Laub und warf ihn dann zu Boden, dass ihm alle Rippen knackten. »Erdenwurm«, rief er mit einer Stimme, die wie der Donner rollte, »ich könnte dich zerschmettern, wenn ich wollte, denn du hast gegen den Herrn des Waldes gefrevelt. Aber um dieses toten Weibes willen, die mich gespeist und getränkt hat, gebe ich dir 8 Tage Frist. Bekehrest du dich nicht zum Guten, so komme ich und zermahle dein Gebein, und du fährst hin in deine Sünden.« Es war schon Abend, als einige Männer, die vorbeigingen, den reichen Peter Munk an der Erde liegen sahen. Sie wandten ihn hin und her und suchten, ob nach Atem in ihm sei, aber lange war ihr Suchen vergebens. Endlich ging einer in das Haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn. Da holte Peter tief Luft, stöhnte und schlug die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte dann nach seiner Frau Lisbeth, aber keiner hatte sie gesehen. Er dankte den Männern für ihre Hilfe, schlich sich in sein Haus und suchte überall, aber Frau Lisbeth war weder im Keller noch auf dem Boden, und das, was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Wie er nun schon ganz allein war, da kamen ihm sonderbare Gedanken. Er fürchtete sich vor nichts, denn sein Herz war ja kalt, aber wenn er an den Tod seiner Frau dachte, kam ihm sein eigenes Hinscheiden in den Sinn. Und wie belastet er dahinfahren werde, schwer belastet mit Tränen der Armen, mit 1000 ihrer Flüche, die sein Herz nicht erweichen konnte, mit dem Jammer der Elenden, auf die er seine Hunde gehetzt, belastet mit der stillen Verzweiflung seiner Mutter, mit dem Blute der schönen guten Lisbeth. Und konnte er doch nicht einmal den alten Mann, ihrem Vater, Rechenschaft geben, wenn er käme und fragte: »Wo ist meine Tochter, dein Weib?« Wie wollte er einem anderen Frage stehen, dem alle Wälder, alle Seen, alle Berge gehören und die Leben der Menschen? Es quälte ihn auch nachts im Traume. Und alle Augenblicke wachte er auf an einer süßen Stimme, die ihm zurief: »Peter, schaff dir ein wärmeres Herz!« Und wenn er erwacht war, schloss er doch schnell wieder die Augen. Denn der Stimme nach musste es Frau Lisbeth sein, die ihm leise diese Warnung zurief. Den anderen Tag ging er ins Wirtshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen, und dort traf er den dicken Ezechiel. Er setzte sich zu ihm, sie sprachen dieses und jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod und wie da und dort einer so schnell gestorben sei. Da fragte Peter den Dicken, was er denn vom Tod halte und wie es nachher sein werde. Ezechiel antwortete ihm, dass man den Leib begrabe, die Seele aber fahre entweder auf zum Himmel oder hinab in die Hölle. »Also, begräbt man das Herz auch?«, fragte Peter gespannt. »Ei, freilich, das wird auch begraben.« »Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat?«, fuhr Peter fort. Ezechiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an. »Was willst du damit sagen? Willst du mich foppen? Meinst du, ich habe kein Herz?« »Oh, Herz genug, so fest wie Stein«, erwiderte Peter. Ezechiel sah ihn verwundert an, schaute sich um, ob es niemand gehört habe, und sprach dann: »Woher weißt du das?«
Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr? Pocht nicht mehr, wenigstens nicht mehr in meiner Brust, antwortete Peter Munk. Aber sag mir, da du ja jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen? Was kümmert dich dies, Gesell? Fragte Ezechiel lächelnd. Hast du ja auf Erden voll auf zu leben und damit genug. Das ist ja gerade das Bequeme in unseren kalten Herzen, dass uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken. Wohl wahr, aber man denkt doch daran. Und wenn ich jetzt auch keine Furcht mehr kenne, so weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner, unschuldiger Knabe war. Nun gut, wird es uns gerade nicht gehen, sagte Ezechiel. Hab mal einen Schulmeister darüber gefragt. Der sagte mir, dass nach dem Tod die Herzen gewogen werden, wie schwer sie sich versündigt hätten. Die Leichten steigen auf, die Schweren sinken hinab. Und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben. Ach, freilich, erwiderte Peter. Und es ist mir oft selbst unbequem, dass mein Herz so teilnahmslos und ganz gleichgültig ist, wenn ich an solche Dinge denke. So sprachen sie. Aber in der nächsten Nacht hörte er 5 oder 6 Mal die bekannte Stimme in sein Ohr lispeln. Peter, schaff dir ein wärmeres Herz. Er empfand keine Reue, dass er sie getötet. Aber wenn er dem Gesinde sagte, seine Frau sei verreist, so dachte er immer dabei, wohin mag sie wohl gereist sein? 6 Tage hatte er es so getrieben. Und immer hörte er nachts diese Stimme. Und immer dachte er an den Waldgeist und seine schreckliche Drohung. Aber am 7. Morgen sprang er auf von seinem Lager und rief, »Nun ja, will ich sehen, ob ich mir ein wärmeres schaffen kann, denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur langweilig und öde.« Er zog schnell seinen Sonntagsstaat an und setzte sich auf sein Pferd und ritt dem Tannenbühl zu. Im Tannenbühl, wo die Bäume dichter standen, saß er ab, band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes dem Gipfel des Hügels zu. Als er vor der dicken Tanne stand, hub er seinen Spruch an. »Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele 100 Jahre alt, dein ist all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.« Da kam das Glasmännlein hervor, aber nicht freundlich und traulich wie sonst, sondern düster und traurig. Es hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas und ein langer Trauerflor flatterte herab vom Hut. Und Peter wusste wohl, um wen er trauerte. »Was willst du von mir, Peter Munk?« fragte es mit dumpfer Stimme. »Ich hab noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser«, antwortete Peter mit niedergeschlagenen Augen. »Können Steinherzen noch wünschen?« sagte jener. »Du hast alles, was du für deinen schlechten Sinn bedarfst, und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen. Aber ihr habt mir doch 3 Wünsche zugesagt, einen habe ich noch übrig.« »Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist«, fuhr der Waldgeist fort. »Aber wohlan, ich will hören, was du willst.« »So nehmet mir den toten Stein heraus und gebet mir mein lebendiges Herz«, sprach Peter. »Hab ich den Handel mit dir gemacht?« fragte das Glasmännlein. »Bin ich der Holländer Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm musst du dein Herz suchen.« »Ach, er gibt es mir nimmer zurück«, antwortete Peter. »Du dauerst mich, so schlecht du auch bist«, sprach das Männlein nach einigem Nachdenken. »Aber weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht versagen. So höre, dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List, und es wird vielleicht nicht schwer halten, denn Michel bleibt doch nur der dumme Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geradewegs zu ihm hin und tue, wie ich dich heiße.« Und nun unterrichtet er ihn in allem und gab ihm ein Kreuzlein aus reinem Glas. »Am Leben kann er dir nicht schaden, und er wird dich freilassen, wenn du ihm dies vorhalten und dazu beten wirst. Und hast du denn, was du verlangt hast, erhalten, so komm wieder zu mir an diesen Ort.« Peter Munk nahm das Kreuzlein, prägte sich alle Worte ins Gedächtnis und ging weiter nach Holländer Michels Behausung. Er rief 3-mal seinen Namen, und alsobald stand der Riese vor ihm. »Hast du dein Weib erschlagen?« fragte er ihn mit schrecklichem Lachen. »Hätte es auch so gemacht. Sie hat dein Vermögen an das Bettelvolk gebracht. Aber du wirst auf einige Zeit außer Landes gehen müssen, denn es wird Lärm machen, wenn man sie nicht findet. Und du brauchst wohl Geld und kommst, um es zu holen.« »Du hast erraten«, erwiderte Peter. »Und nur recht viel diesmal, denn nach Amerika ist's weit.« Michel ging voran und brachte ihn in seine Hütte. Dort schloss er die Truhe auf, worin viel Geld lag,
und langte ganze Rollen Gold heraus. Während er es so auf den Tisch hinzählte, sprach Peter: »Du bist ein loser Vogel, Michel, dass du mich belogen hast. Ich hätte einen Stein in der Brust und du habest mein Herz.« »Und, ist es denn nicht so?« fragte Michel staunend. »Willst du denn dein Herz? Ist es nicht kalt wie Eis? Hast du Furcht oder Gram? Kann ich dir etwas reuen?« »Du hast mein Herz nur stillstehen lassen, aber ich habe es noch wie sonst in meiner Brust. Und Ezechiel auch, der hat es mir gesagt, dass du uns angelogen hast. Du bist nicht der Mann dazu, der einem das Herz so unbemerkt und ohne Gefahr aus der Brust reißen könnte. Da müsstest du zaubern können.« »Aber ich versichere dir«, rief Michel unmutig, »du und Ezechiel und alle reichen Leute, die es mit mir gehalten, haben solche kalten Herzen wie du. Und ihre rechten Herzen habe ich hier in meiner Kammer.« »Ei, wie dir das Lügen von der Zunge geht«, lachte Peter. »Das machst du einem anderen weiß. Meinst du, ich habe auf meinen Reisen nicht solche Kunststücke zu Dutzenden gesehen? Aus Wachs nachgeahmt sind deine Herzen hier in der Kammer. Du bist ein reicher Kerl, das gebe ich zu, aber zaubern kannst du nicht.« Da ergrimmte der Riese und riss die Kammertüre auf. »Komm herein und lies die Zettel alle und jenes dort, schau, das ist Peter Munks Herz. Siehst du, wie es zuckt? Kann man das auch aus Wachs machen?« »Doch ist es aus Wachs«, antwortete Peter. »So schlägt ein rechtes Herz nicht. Ich habe das meinige noch in der Brust. Nein, zaubern kannst du nicht.« »Aber ich will es dir beweisen«, rief jener ärgerlich. »Du sollst es selbst fühlen, dass dies dein Herz ist.« Er nahm es, riss Peters Wams auf und nahm einen Stein aus seiner Brust und zeigte ihn vor. Dann nahm er das Herz, hauchte es an und setzte es behutsam an seine Stelle. Und alsobald fühlte Peter, wie es pochte. Er konnte sich wieder darüber freuen. »Wie ist es dir jetzt?« fragte Michel lächelnd. »Wahrhaftig, da hast du doch recht gehabt«, antwortete Peter, indem er behutsam sein Kreuzlein aus der Tasche zog. »Hätte ich doch nicht geglaubt, dass man dergleichen tun könne.« »Nicht wahr? Und zaubern kann ich, das siehst du. Aber komm, jetzt will ich dir den Stein wieder hineinsetzen.« »Gemach, Herr Michel«, rief Peter, trat einen Schritt zurück und hielt ihm das Kreuzlein entgegen. »Mit Speck fängt man Mäuse, und diesmal bist du der Betrogene.« Und zugleich fing er an zu beten, was ihm nur beifiel. Da wurde Michel kleiner und immer kleiner, fiel nieder und wand sich hin und her wie ein Wurm und ächzte und stöhnte, und alle Herzen umher fingen an zu zucken und zu pochen, dass es tönte wie in der Werkstatt eines Uhrmachers. Peter aber fürchtete sich, und es wurde ihm ganz unheimlich zumute. Er rannte zur Kammer und zum Haus hinaus und klimmte von Angst getrieben die Felsenwand hinan, denn er hörte, dass Michel sich aufraffte, stampfte und tobte und ihm schreckliche Flüche nachschickte. Als er oben war, lief er dem Tannenbühl zu. Ein schreckliches Gewitter zog auf, Blitze fielen links und rechts an ihm nieder und zerschmetterten die Bäume. Aber er kam wohlbehalten in dem Revier des Glasmännleins an. Sein Herz pochte freudig, und nur darum, weil es pochte. Dann aber sah er mit Entsetzen auf sein Leben zurück, wie auf das Gewitter, das hinter ihm rechts und links den schönen Wald zersplitterte. Er dachte an Frau Lisbeth, sein schönes, gutes Weib, das er aus Geiz gemordet. Er kam sich selbst wie der Auswurf der Menschen vor, und er weinte heftig, als er an Glasmännleins Hügel kam. Der Schatzhauser saß schon unter dem Tannenbaum und rauchte aus einer kleinen Pfeife. Doch er sah munterer aus als zuvor. »Warum weinst du, Kohlen Peter?« fragte er. »Hast du dein Herz nicht erhalten? Liegt noch das Kalt in deiner Brust?« »Ach, Herr«, seufzte Peter. »Als ich noch das kalte Steinherz trug, da weinte ich nie. Meine Augen waren so trocken wie das Land im Juli. Aber jetzt will es mir beinahe das alte Herz zerbrechen, was ich getan. Meine Schuldner habe ich ins Elend gejagt, auf Arme und Kranke die Hunde gehetzt, und ihr wisst es ja selbst, wie meine Peitsche auf ihre schöne Stirne fiel.« »Peter, du warst ein großer Sünder«, sprach das Männlein. »Das Geld und der Müßiggang haben dich verdorben, bis dein Herz zu Stein wurde. Nicht Freud, nicht Leid, keine Reue, kein Mitleid mehr kannte. Aber Reue versöhnt, und wenn ich nur wüsste, dass dir dein Leben recht leid tut, so könnte ich schon noch was für dich tun.« »Ich will nichts mehr«, antwortete Peter und ließ traurig sein Haupt sinken. »Mit mir ist es aus, kann mich mein Lebtag nicht mehr freuen. Was soll ich so allein auf der Welt? Meine Mutter verzeiht mir nimmer, was ich ihr getan,
und vielleicht habe ich sie unter den Boden gebracht, ich Ungeheuer. Und Lisbeth, meine Frau, schlaget mich lieber auch tot, Herr Schatzhauser. Dann hat mein elend Leben einmal ein Ende. Gut, erwiderte das Männlein, wenn du nicht anders willst, so kannst du es haben. Meine Axt habe ich bei der Hand. Er nahm ganz ruhig sein Pfeiflein aus dem Mund, klopfte es aus und steckte es ein. Dann stand er langsam auf und ging hinter die Tannen. Peter aber setzte sich weinend ins Gras. Sein Leben war ihm nichts mehr und er erwartete geduldig den Todesstreich. Nach einiger Zeit hörte er leise Tritte hinter sich und dachte, jetzt wird er kommen. Schau dich noch einmal um, Peter Munk, rief das Männlein. Er wischte sich die Tränen aus den Augen und schaute sich um und sah seine Mutter und Lisbeth, seine Frau, die ihn freundlich anblickten. Da sprang er freudig auf. »So bist du nicht tot, Lisbeth! Und auch ihr seid da, Mutter! Und habt mir vergeben?« »Sie wollen dir verzeihen«, sprach das Glasmännlein, »weil du wahre Reue fühlst und alles soll vergessen sein. Sieh jetzt heim in deines Vaters Hütte und sei ein Köhler wie zuvor. Bist du brav und bieder, so wirst du dein Handwerk ehren und deine Nachbarn werden dich mehr lieben und achten, als wenn du 10 Tonnen Goldes hättest.« So sprach das Glasmännlein und nahm Abschied von ihm. Die drei lobten und segneten es und gingen heim. Das prachtvolle Haus des reichen Peters stand nicht mehr. Der Blitz hatte es angezündet und mit all seinen Schätzen niedergebrannt. Aber nach der väterlichen Hütte war es nicht weit. Dorthin ging jetzt ihr Weg und der große Verlust bekümmerte sie nicht. Aber wie staunten sie, als sie an die Hütte kamen. Sie war zu einem schönen Bauernhaus geworden und alles darin war einfach, aber gut und reinlich. »Das hat das gute Glasmännlein getan«, rief Peter. »Wie schön«, sagte Frau Lisbeth, »und hier ist mir viel heimischer als in dem großen Haus mit dem vielen Gesinde.« Von jetzt an wurde Peter Munk ein fleißiger und wackerer Mann. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, trieb sein Handwerk unverdrossen, und so kam es, dass er durch eigene Kraft wohlhabend wurde und angesehen und beliebt im ganzen Wald. Er zankte nie mehr mit Frau Lisbeth. Er hatte seine Mutter und gab den Armen, die an seine Türe pochten. Als nach Jahr und Tag Frau Lisbeth von einem schönen Knaben genas, ging Peter nach dem Tannenbühl und sagte sein Sprüchlein. Aber das Glasmännlein zeigte sich nicht. »Herr Schatzhauser«, rief er laut, »hört mich doch, ich will ja nichts anderes als euch zu Gevatter bitten bei meinem Söhnlein.« Aber es gab keine Antwort. Nur ein kurzer Windstoß sauste durch die Tannen und warf einige Tannenzapfen herab ins Gras. »So will ich dies zum Andenken mitnehmen, weil ihr euch doch nicht sehen lassen wolltet«, rief Peter, steckte die Zapfen in die Tasche und ging nach Hause. Aber als er zu Hause das Sonntagswams auszog und seine Mutter die Taschen umwandte und das Wams in den Kasten legen wollte, da fielen 4 stattliche Geldrollen heraus. Und als man sie öffnete, waren es lauter gute, neue badische Taler und kein einziger falscher darunter. Und das war das Patengeschenk des Männleins im Tannenwald für den kleinen Peter. So lebten sie still und unverdrossen fort. Und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, sagte er, »Es ist doch besser, zufrieden zu sein mit wenigem, als Gold und Güter haben und ein kaltes Herz.«